Okay, los geht's. Gut, wo geht die Reise hin? Ich habe eben gedacht, dass wir im Raum Mordor sind. Hatte ich schon im Vorhinein gedacht, das würde eigentlich, glaube ich, ganz gut heute passen. Deswegen ja, passt das aus meiner Sicht. So, da gehe ich einmal ganz schnell durch. Ganz kurz zu mir. Ich habe irgendwann mal ich bin Psychologe, so ganz klassisch aus der humanistischen Psychologie, bei Marshall Rosenberg gelernt und bei Martin Seligmann auch gelernt, einfach Glück gehabt so als Psychologe und habe dann viel Trainer ausgebildet, so in dem Bereich, also viel Train the Trainer gemacht und war dann irgendwann das erste Mal bei Google in Amerika. Ich war ganz furchtbar stolz, erst in meinem Silicon Valley und dann noch bei Google. Ich bin 2 Zentimeter noch gewachsen mit Anfang 30 und dann haben die mir so ein Floh ins Ohr gesetzt, dass man das, was wir halt so in der Psychologie machen könnte, doch digitalisieren könnte. Das war damals ein ziemlicher Affront. Die waren zwar sehr begeistert, aber ich habe halt gedacht, so, ey, mich kann man nicht digitalisieren, das geht nicht. Das hat aber so einen Samen gesät und ich habe damals schon auch Softwareprojekte umgesetzt mit einer Vorfirma und dann habe ich auf der LearnTech meinen Co-Founder, mit dem ich die AI Coaching zusammen gegründet habe. Und wir, das aber, der Name sagt es ja schon, ne, Künstliche Intelligenz und Coaching, haben wir damals zusammen gemacht. Große Projekte, ganz viele Preise gewonnen und überall gesprochen und große Kunden, wieder blub, gar nicht so wichtig. Wir haben irgendwann festgestellt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir gegen die großen Player, weil OpenAI und so, die gab es ja schon, so als kleines deutsches Startup wussten wir, dass wir da nicht gegen gewinnen würden. Also haben wir andere Startups auch gegründet, die KI-basiert sind, zum Beispiel eine Online-Akademie für Lese-Rechtschreibschwäche oder die Edu7. Will da gar nicht so tief drauf eingehen. Die Edu7 habe ich jetzt vor 2 Monaten geschlossen, weil die Gefahren durch künstliche Intelligenz so groß waren und das Investment, was da reingeflossen ist, einfach das nicht gerechtfertigt hat, die Risiken, die vor uns liegen. Und das war wirklich mein großes Herzensthema. Das hat mich auch persönlich in eine große Krise gestürzt. Und das ist einer auch der wichtigen Gründe, warum ich heute hier mit euch spreche. Und ich habe heute noch nicht die Lösung. Und ich glaube, heute wäre es interessant, einfach die richtigen Fragen zu finden, damit umzugehen. Ich zeige euch ja gleich ein paar Sachen. Die werden sicher bei dem einen oder anderen ein bisschen was auslösen oder bei der einen oder anderen ein bisschen was auslösen. Und ich freue mich total, wenn ihr auch außerhalb hier connectet. Deswegen habe ich das hier einmal kurz reingeschrieben, dass ihr mich auf LinkedIn connectet oder auch gerne den Newsletter abonniert. Da gucke ich gerade, wenn es genug Interesse gibt, würde ich da gerne Newsletter aufsetzen, der kostenlos ist und Menschen in der Weiterbildung einfach hilft, die aktuellen Geschehnisse einzuordnen in den Bildungsbereich. Vielleicht kann das gleich noch mal jemand in den Chat oder ich packe gleich noch mal in den Chat rein. So, jetzt aber los. Wie das für mich ist, für jemand, der schon sehr lange so in der Bubble gelebt hat und jetzt so rausgekommen ist, ne, die eine Firma, so Herzensprojekt, leider gekillt worden. Und jetzt bin ich wieder viel unterwegs in der, sag ich mal, auch in der Trainer, Coach, Facilitator Bubble. So ein bisschen wie Jugend forscht. Ich erlebe das immer wieder so. Das sind Leute, die haben gerade vor 2 Wochen irgendwas entdeckt und das sind jetzt die Top-Experten dafür, die das anderen Leuten weitererzählen. Das ist total in Ordnung. Da gibt es so ein schönes Meme zu. Vielleicht kennt ihr das auch, ne? Die schnellsten Dinge auf der Welt. So fühlt sich das so ein bisschen an. Der Gepard, das Flugzeug, Lichtgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit, in der Leute Experten für KI werden gerade und das auch weitergeben, weil ein Riesenbedarf da ist. Deswegen ist das aus meiner Sicht völlig in Ordnung und wir haben gerade in Deutschland auch einen riesen Nachholbedarf, wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Ländern, wo wir so unterwegs sind, mit unseren Firmen auch. Und gleichzeitig finde ich die viel spannendere Frage nicht, was ist jetzt gerade kommerziell verfügbar und kann jetzt verwendet werden, sondern was sind jetzt die Paper, die gerade veröffentlicht werden, die jetzt demnächst kommerzialisiert werden und veröffentlicht werden und dann Produkte daraus entstehen? Und vor allen Dingen, was bedeutet das für unsere Arbeit im Weiterbildungsbereich? Das ist so die Hauptfrage. Wie wird sich das verändern? Und worauf können wir uns heute oder worauf sollten wir uns heute schon vorbereiten, damit wir dann, also ich habe das ja mal ein bisschen provokant, aber ich glaube tatsächlich ja dran, in den nächsten 6 bis 18 Monaten wird es richtig knallen und das wird für viele Leute ein ziemlicher Schock werden. Ich habe das mal, hab mal so ein Framework dafür mir überlegt, zu sagen, es gibt so 3 Momente, so 3 wichtige Momente, mit denen ich gerne arbeite. So das erste ist so dieser GPT-3-Moment. Das war so dieser Moment, wo für die meisten Leute da draußen oder in der breiten Masse so ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde, ach du Jemine,
das kann künstliche Intelligenz oder das kann Technologie heute schon. Und damit wurde eben so ein Bewusstsein geschaffen, in was für eine Umbruchphase wir jetzt als Gesellschaft und auch auf unternehmerischer Ebene gehen werden. So, der zweite Moment, den ich gerne einmal highlighten möchte, ist, ich nenne den Einstein-Moment, so ein Aha, so ein Eureka-Moment. Das ist letztendlich der Moment, wo der Einzelne von uns bewusst bekommt, was das für ein persönlicher Umbruch für mich sein wird. Also dieses jetzt hat es mich erwischt, das gibt es ja in Branche schon. Ne? Die Schauspieler haben das relativ klar, wenn jetzt die Videomodelle weiterentwickelt werden, ne, da braucht es halt irgendwann keine Schauspieler mehr. Vielleicht gibt es noch so zwei, drei. Es gibt auch immer noch Leute heute, die auf dem Pferd sitzen und reiten. Es gibt auch immer noch Leute, die sich eine Kerze anzünden. Ja, aber ne, wenn wir das vergleichen miteinander, ähnlich wird es bei den Schauspielern sein, bei den Synchronsprechern, bei den Übersetzern. Die hatten diesen Einstein-Moment alle schon. Und in dieser Umbruchphase, die ich hier beschreibe, wohin die führt, da komme ich jetzt gleich zu als nächstes noch. Aber es ist eine Umbruchphase, in der wir uns jetzt gerade befinden, bis zu einem Punkt X, in der es immer mehr Menschen betreffen wird. So, der Moment, wo sich das hinentwickelt, ist für mich so der SGI-Moment, da wo die Superintelligenz letztendlich da ist. Die Superintelligenz kann man sich so vorstellen, hatte ich letztens eine interessante Metapher gehört, die Superintelligenz verhält sich zu uns im Prozentsatz so, wie wir zu den Ameisen. Also ne, so viel schlauer, wie wir für die Ameisen sind, wird die Superintelligenz im ersten Moment im Vergleich zu uns sein. Da wird die aber auch nur im ersten Moment sein, weil dann fängt die an, sich selber zu optimieren. Ne? Und wir sind dann in der Skalierungskurve halt schon sehr, sehr steil. Die wird sehr, sehr schnell unvorstellbar intelligent werden. So. Und in dem Moment, wenn wir das bewusst kriegen, dann wird sich einfach die ganze Welt verändern. Ne? Das ist unwiederbringlich. Die wird dann auch die Kontrolle über die Gesellschaft übernehmen. Naja, all das. Darüber können wir heute gar nicht reden. Also möchte ich auch nicht darüber reden, weil so viele Variablen da drin sind, dass gar nicht klar ist, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ich hoffe, dass eine Utopie entstehen wird. Alles andere wäre aus psychologischer Sicht jetzt gerade, glaube ich, auch gar nicht so schlau. Die Umbruchphase startet für mich, oder wo das große Bewusstsein der Gesellschaft angekommen ist, mit dem GPT-3-Modell und endet quasi in der SGI, in dem SGI-Moment. Und dazwischen werden immer mehr Menschen diesen Einstein-Moment haben. Da komme ich gleich dann noch mal tiefer zu. Und genau zu der Frage, was können, sollten wir tun? So, auf dem Weg dahin, dass ich ja sage, Mensch, uns wird das auch alle betreffen, höre ich immer wieder Einwände. Könnt ihr euch vielleicht, ich weiß nicht, wo das Geräusch herkommt, ich höre immer wieder so Hintergrundgeräusche, könnt ihr euch vielleicht im Raum einmal muten? Super. Höre ich immer wieder Einwände. Ja, mich betrifft das ja nicht so. Ich bin Therapeut, ne? Also meine ganzen Therapiekolleginnen und Kollegen. So, Menschen wollen doch von Menschen therapiert werden. Ich erzähle euch von einer ganz alten Studie, die mich damals schon dazu veranlasst hat, unsere Firma zu gründen, die AI Coaching zu gründen, weil es viel zu wenig gute Therapeuten gab. Da haben die Forscher Menschen, die klinisch krank waren, also die psychisch krank waren, haben die vom Computer gesetzt, haben den Therapie angeboten und haben gesagt, wir machen, also ich kann dir jetzt keine 1:1 oder auch links auf der Couch Therapie anbieten, aber du kannst bei uns an der Studie teilnehmen, da kriegst du Psychotherapie, die wird vor einem Computer stattfinden und wir untersuchen den Einfluss von einem Chat-Interface auf Psychotherapie. Und dann hat man die in zwei Versuchsgruppen eingeteilt. Die eine Gruppe, der wurde gesagt, auf der anderen Seite sitzt ein Psychotherapeut, mit dem chattest du. Der anderen Gruppe wurde gesagt, das ist quasi wie Computertherapie. Der Therapeut, mit dem du chattest, ist eine künstliche Intelligenz oder ist ein Chatbot oder so ein System halt. Und mit dem chattest du. Und irgendwann haben die auch getauscht, sodass alle in beiden Versuchsbedingungen waren. In Wirklichkeit hat dort nie ein Mensch dahinter gesessen, sondern immer nur die KI im Grunde genommen. Also man hat denen nur gesagt, sie nur glauben, dass da ein Mensch dahinter ist. Und irgendwann war halt diese Versuchsreihe zu Ende und dann hat man zuerst untersucht, wie die Menschen sich verhalten haben in Versuchsbedingung A mit dem Menschen und Versuchsbedingung B mit dem Bot. Und dabei hat man festgestellt, das haben dann quasi andere Forscher anhand von Qualitätskriterien, von Erfolgskriterien von Psychotherapie haben dann geguckt, wie erfolgreich war denn die Versuchsbedingung mit Mensch und die Versuchsbedingung ohne Mensch? Und da hat man festgestellt, dass die ohne Mensch viel erfolgreicher war, so Durchschnitt, ne, als die mit
wenn man geglaubt hat, dass es ein Mensch war, weil die Leute sich, was man gesehen hat, die haben sich viel schneller geöffnet, sind viel schneller an tiefere Themen gekommen und hatten so einen viel besseren Fortschritt in der Psychotherapie. Und dann hat man die Menschen auch gefragt und hat mal gesagt, so, pass auf, unser Versuch hier ist jetzt vorbei, wir würden dir das ermöglichen, dass du noch weiter betreut wirst. Du kannst dich halt entscheiden, willst du lieber von dem Mensch oder von der Maschine betreut werden. Und auch da haben sich signifikant mehr Menschen für die Maschine entschieden und haben die natürlich auch gesagt, hey, wie kann das denn sein, ne? So Berufsehre irgendwie so, wofür studieren wir denn so lange und so weiter und so fort. Und dann haben die gesagt, das ist auch so ein bisschen schwarz-weiß, aber vom Grundsatz her, ich habe, wenn ich mit einer Maschine arbeite, weniger Angst, sozial bewertet zu werden. Dadurch kann ich mich leichter öffnen und, ne, und die ganzen Ergebnisse haben darin Sinn gemacht. Das heißt, wir sehen heute schon, und mittlerweile gibt es ja viel modernere Forschung auch dazu, vielleicht, wenn ihr was dazu kennt aus der Psychotherapie oder aus dem Coaching, schreibt das gerne auch mal in den Chat oder in den Raum. Ich sammle da auch gerade viel, weil ich auch immer noch, also immer mehr lerne, je länger ich dabei bin, desto mehr merke ich, wie viel es noch zu lernen gibt. Es wird immer mehr. Wenn ihr da was Spannendes habt, schreibt das auch gerne in den Chat oder auch sonst Anregungen, interessante Kontakte. So können wir da voneinander, miteinander lernen. Aber das zeigt ganz schön, die Maschine ist akzeptiert und im Schnitt sogar schon akzeptierter als der Mensch. So, das ist was, was ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Moment, hier, einmal hier rübergehen. Und ich zeige euch mal hier ein aktuelles Paper, was heißt aktuell, das ist auch schon wieder 6 Wochen alt oder so, von Microsoft, die haben das hier auf der Seite ganz schön, deswegen zeige ich euch das hier, es gibt auch andere Modelle. Hier seht ihr ein Modell, was Menschen in Echtzeit rendert. Das heißt, das hier, das sind alles Fotos von Menschen, die sind hochgeladen worden und dieser Avatar, den ihr hier seht, der ist in, und das ist das Interessante, in Echtzeit gerendert. Das heißt, da ist nicht eine Maschine, die hat irgendwie 20 Minuten gerendert und dann kommt ein Video daraus und das kann dann abgespielt werden, sondern das wird in Echtzeit gerendert. Hier ist es so, dass die, dass man hier ein Audio-File, also die Audio, das Audiosignal, was ihr gleich hört, ist tatsächlich noch vom Mensch. Das Video, das ist das Interessante, ist in Echtzeit gerendert. Ich sage euch, jetzt hängt es. Ja, das. Entschuldige, kannst du das nochmal erklären? In Echtzeit gerendert? Ja, also in Echtzeit gerendert bedeutet, dass das System diesen Avatar in Echtzeit herstellt. Also da, ich muss nicht darauf warten, es gibt keinen zeitlichen Verzug, bis dieses Video hier entsteht, sondern das ist in Echtzeit. Also das heißt, ich gebe das ein und dann kommt das sofort zurück. Ja, Frage beantwortet? Ich zeige euch gleich unten nochmal ein Video, vielleicht erklärt es. Entschuldigung, Thorsten, bei uns kam leider das Audio nicht richtig an, ne? Würde ich sagen. Ja, das wird leider nicht direkt hier übertragen, ne? In Dingens. Anyway, also ihr müsst euch das so vorstellen, da läuft eine Audiospur und dieser Mensch ist in Echtzeit, Realtime, bewegt er sich. Ich mal gucken, ich zeige euch mal das hier. Wird denn das Video gut übertragen, das Bild? Seht ihr? Ja, kann man sagen. Naja, es ruckelt ein bisschen. Vielleicht einfach mal den Link in den Chat reinschmeißen, dann können sich die Leute das selber anschauen. Ich habe ihn schon geteilt. Ja, super, genau, richtig. So, wir sehen das hier auch. Zum Beispiel, ich mache da mal das Audio aus. Sehen wir das zum Beispiel hier auch mit so einem Comic. Avatar oder wie jetzt hier. Also hier seht ihr dieselbe Stimme mit 3 Personen, die das auch alle 3 in Echtzeit machen. Und hier unten seht ihr dann nochmal ein Video, wenn ihr euch das anguckt, wie das funktioniert. Hier wird ein Foto hochgeladen, dann als nächstes wird eine Audiodatei hochgeladen und dann läuft das sofort los. Das ist das Interessante daran. Wir können wirklich in Echtzeit Avatare rendern, also generieren, ohne dass wir da irgendwie Wartezeiten oder Latenzen haben. So gut sind die Systeme schon. So, und wer hier, also weiß nicht, wie gut es übertragen ist, aber guckt es euch an auf der Seite, aber wer hier noch unterscheiden kann, wenn ich jetzt beispielsweise in einem Zoom-Call wäre, dass das jetzt kein echter Mensch ist, sondern ein von einem Computer generierter Avatar,
der in Echtzeit auf meine Anfragen antworten kann. Respekt, ich kann das nicht mehr. Also das ist einfach schon aus meiner Sicht unglaublich, wie gut die Technologie da schon ist. Es gibt auch andere Anbieter von, und hier, die haben das auch. Eingrätsche, kannst du mir ganz nochmal kurz die Headline von der im Cleartext zeigen, dass man sie suchen kann über den Browser, weil ich habe jetzt keinen Zugang zu den, ich habe keinen Zugang und deswegen wäre meine Bitte, mal kurz die Headline zu zeigen, damit ich die über den Browser finden kann. Bei ja, ich packe das einfach, ich packe einfach den Link hier rein. Ich habe keinen Zugang, weder zu Teams noch zu Discord, deswegen wäre meine Bitte, die Headline mal kurz von der Seite zu zeigen, dann kann ich die über den Browser Headline suchen. Von der Seite zu zeigen. Ja, okay. Danke. Gut. Ja, es ist schade, dass das jetzt mit der Stimme nicht so funktioniert. Ich habe euch nämlich hier noch ein Video mitgebracht. Probieren das mal. Nee, da kommt nichts an. Aber du kannst es oben einschalten. Wenn du geteilt hast, ist oben so eine Leiste dran, wo du das Audio theoretisch einschalten kannst. Ich kenne das auch. Wenn man Bildschirm teilt, muss man irgendwie noch ein Häkchen setzen, dass Audio mitgeteilt werden soll. Geh mal aus der Bildschirmteilung raus, verbinde nochmal, vielleicht hilft es. Audio. Ja, das ist eigentlich an. Hier steht auch das Audio des Tabs teilen, ist eigentlich an. Also, und es ist ja auch PowerPoint, also wir sind komplett im Microsoft-Universum. Da weiß ich jetzt nicht. Kann mal gerade gucken, dann muss ich das wahrscheinlich jedes Mal. Wir probieren das mal so, dann teile ich mal nur den Tab und dann probieren wir mal. Gib mir doch mal auditiv kurz eine Rückmeldung, ob es jetzt besser ist. Mine. Seriously, this voice is generated by artificial intelligence. Let me explain. I recorded. This is my voice. I'm a human. This is not my voice. You might find this hard to believe, but the voice you're hearing right now isn't mine. Seriously, this voice is being generated by artificial intelligence. Let me explain. I recorded a 3-minute voice sample of myself reading miscellaneous stuff. Okay, ich glaube vom Prinzip schon verstanden. Das heißt, wenn wir sowas haben, es fühlt sich einfach nicht menschlich an. Wenn wir hier nochmal zu Vasa zurückgehen, wenn es jetzt geht, dann zeige ich euch das nochmal hier. Das finde ich hier so am beeindruckendsten mit den drei Damen. So, das heißt, wenn wir die Sachen jetzt zusammenstecken, das heißt, auf der einen Seite haben wir eine sprachgenerierte Stimme, auf der anderen Seite haben wir eine KI-generierte Stimme, auf der anderen Seite haben wir einen KI-generierten Avatar, KI-generierte Inhalte, da brauche ich nichts mehr zu sagen heute, das wisst ihr alle, wie das funktioniert. Finde ich schon relativ beunruhigend an der Stelle, aber gehen wir mal weiter. Hume AI kennt vielleicht auch die eine oder der andere schon, das gibt es schon relativ lange auch. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder in einem anderen Tab. Habt ihr das jetzt gerade trotzdem gut gehört mit dem Vasa oder war das wieder abgehackt? Das letzte war gut. Das letzte war gut, okay, alles klar. Und ihr seht jetzt auch Hume AI? Oder seht ihr noch die Präsentation? Ihr seht Hume AI, okay. Genau, seht ihr die Präsentation oder die Startseite von Hume AI? Könnt ihr mir das kurz sagen? Die Präsentation. Präsentation. Ja, dann muss ich das nämlich immer wieder für jedes einzelne Fenster, was ich euch jetzt zeige, einmal machen. Das mache ich aber trotzdem, weil das lohnt sich für diejenigen, die das noch nicht kennen, das einmal auch wirklich live gesehen haben. Hume AI. Und los geht's. So, jetzt solltet ihr die Startseite von Hume AI sehen. Ach, jetzt macht er eine neue Seite auf. Ich krieg die Krise. Warum geht das denn? Warum muss Microsoft denn immer alles so kompliziert machen? Ich teile wieder den gesamten Bildschirm. Also, checkt mal Hume AI aus. Ich zeige es euch jetzt trotzdem einmal, kurz, wenn ich den Bildschirm teile. Was Hume AI macht, auch wenn ihr das jetzt im Detail nicht genau versteht, was ich sage, was Hume AI tut, ist letztendlich, da liegt ein Sprachmodell hinter, da liegt allerdings auch ein Algorithmus hinter, der die Emotion in der Stimme erkennt und dann an der rechten Seite immer sagt, okay, in Thorstens Stimme hat er jetzt das und das erkannt
und reagiert dann auch und kann auch selber in der Ausgabe seiner Stimme Gefühl reinlegen. Und das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Ich probiere es mal gerade mal kurz. Leider geht das nur auf Englisch. Aber wichtig, schaut hier in die rechte Zeile. Da ist das was Interessantes, was jetzt gleich passiert. So. Hey, I have a problem with my... Okay, so I... Yeah, I have a problem with my best friend. Okay, so my best friend and I, we have a problem because he wanted to help me with building a truck that helps us to get from A to B, kind of like an RV. And he's probably not going to make it on time and he's not moving. And it really annoys me. Also ihr seht, dahinter läuft hier in der rechten Spalte, läuft nicht nur eben ein klassisches Large Language Model, sondern da laufen auch Modelle, die erkennen, wie man sich fühlt. Und auf der anderen Seite zeigt er auch jetzt, es gibt, ne, welche Emotionen wie in der Sprache drin liegen. Also auch das, da sind wir auch schon relativ weit. So, das Video kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Das Video hier ist von OpenAI. Und sehr abgehackt. Sein Audio gerade schlecht. Ich weiß nicht, wie lange uns geht. Und das vom Video hört man auch nicht. Und hier hat eben ChatGPT in dieser Vorstellung eben multimodal jetzt nicht nur Sprache, die sie erkennen, sondern auch Video, was wir erkennen. Und jetzt kann er das gleich. Also Thorsten, jetzt kommt das Audio wieder nicht an und leider ist auch manchmal dein Audio, also deine Stimme überlagert. Das habe ich ja kurz nicht verstanden. Leider kam dein Audio gerade weder das vom Video an, noch wohl, also manchmal war auch deine Stimme überlagert, dass wir nicht verstanden haben, was du zuletzt gesagt hast. Ach, das ist ja verrückt. Eigentlich ja fast wurscht, weil ich habe ja schon Angst gekriegt. Ne? Also das bisschen, was ich jetzt gesehen habe, du kannst eine Stimme fälschen, das habe ich auch schon gehört, du kannst den Avatar in Echtzeit fälschen, das heißt, ich mache ein Foto vom Manuel, weil ich den sehr gern mag, ja, und legt an seinem Udo seine Stimme drüber und sagt dem Max, wie toll er doch ist. Genau. Und das mache ich alles in einem super ärgerlichen Ton. Und was heißt es jetzt für uns als Coach-Facilitatoren, die, wenn die KI schon so gut ist, der Mensch sich lieber mit einer KI unterhält, weil er da mehr Vertrauen hat, weil kein Mensch dahinter steckt und ich dann auch noch einen Avatar vor mich kriege, der genauso ausschaut wie ich und der genauso sich anhört wie ich. Was brauche ich dann denn noch? Einen echten Facilitator oder Coach? Ja, das ist die Frage. Genau meine Frage. Lass mich noch gerade zwei, drei Sachen, bevor wir die, das ist genau das, über das ich mit euch sprechen möchte. Lass mich gerade noch zwei, drei Sachen zeigen. Also das ist ja, das findet ihr ja auch im Netz, guckt euch das mal an. Probiert auch mal die Spracheingabe von ChatGPT aus mit einem einfachen Prompt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dem Prompt geben würde, das überspringen wir jetzt mal, dann haben wir gleich ein bisschen mehr Zeit noch zum Diskutieren. Wenn ich dem jetzt einen Prompt sage und sage, weiß ich nicht, du bist jetzt ein Coach, bitte coach mich nach dem Modell von Marshall Rosenberg, gib mir nur Gefühle und Bedürfnisse, spiegel mir die nur wieder, bitte gib mir keine Tipps. Also einen ganz einfachen Prompt, dann macht er das. Das ist erstaunlich, wie gut das ist. Ich würde sagen, das ist besser als 80% aller ausgebildeter und zertifizierter Trainer für gewaltfreie Kommunikation. Ich habe da viele von ausgebildet, deswegen traue ich mir da eine Einschätzung zu. So, das geht ganz schon. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat von der Sabine. Funktioniert das Ganze, was du jetzt gezeigt hast, im Moment nur auf Englisch oder ist das auch für deutsche Sprache? Hume AI
funktioniert gerade nur in Englisch. Ich habe gestern gesehen, dass die eine deutsche Seite haben, aber er hat es dann nicht auf Deutsch gemacht, als ich es nochmal getestet habe. Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Also es ja. Gibt ja auch andere Algorithmen, ne, die das können. Das sind jetzt so ein paar Anbieter, die ich euch zeige, aber alles von dem, was ich euch zeige, ist nicht exklusiv jetzt bei Microsoft oder bei Hume.ai. Ne, da gibt es ganz viele, die das anbieten, die man da erreichen kann. Also das, also diese die Problematik Englisch-Deutsch, die gibt es praktisch nicht. Dann zeige ich euch noch mal einmal ganz kurz, wenn wir jetzt so in den Ausblick gehen, noch mal Folgendes. Und zwar, ich starte das gerade noch mal, diejenigen, also Notion ist eine App, in der im Grunde genommen mein komplettes Leben drin stattfindet. Das ist sowas wie OneNote für diejenigen, die jetzt eher so Microsoft-Universum sind. Und da sind meine, das ist im Grunde genommen wie eine große Datenbank, wo alle meine To-Dos drin sind. Da manage ich alles, was ich brauche für meinen Urlaub. Da sind Zitate drin, wenn ich irgendwie mal was Inspirierendes irgendwie habe. Da mache ich mein Daily Journal drin, mein Tagebuch mache ich da drin. Da steht alles, was steuerlich irgendwie für mich relevant ist, was ich mal irgendwie so brauchen könnte und so weiter. Mein ganzes Leben findet in Notion statt. Und die Notion-KI ist ehrlich gesagt schon ziemlich gut. Und auch wenn ich gucke, dass Copilot ja auch jetzt immer weiter in immer mehr Bereiche in Microsoft integriert wird, wenn ich diese Systeme nutze, dann kann ich halt auf sehr viele Daten zurückgreifen, die der KI helfen zu verstehen, wie ich so ticke. Also mein Notion, bin ich ganz sicher, weiß mehr über mich selber, als ich das selber weiß. Also er kennt mich besser, also meine Notion-KI kennt mich besser, als ich das selber weiß. Ich kann die gerade leider noch nicht anzapfen über eine fünftige Schnittstelle, sonst würde ich das mit einem Avatar zusammen machen. Aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Dasselbe im Microsoft-Universum, ne? Wenn die KI halt alle meine E-Mails lesen kann und interpretiert, wenn die durch mein, weiß nicht, welchen Google-Universum bin, mein Google Drive oder meine Dropbox oder, ne, diese ganzen Bereiche, wenn die halt übernommen werden und da reingeguckt werden kann und die KI daraus lernt, die kennt mich heute schon besser, als ich wie selber tue. Und die Hardwarehersteller, das sind diejenigen, für die das interessant ist. Wenn Apple seine Siri aufbohrt, dann ist halt einfach für alle anderen auch mal gerade vorbei. Warum, zeige ich jetzt gleich. Oder auch, wenn wir gucken, Microsoft hat jetzt vor ein paar Wochen, haben die neuen Computer vorgestellt mit einem Chip drin, mit so einem KI-Chip. So ein bisschen schwarz-weiß, weil ich verstanden habe, was der tut, ist, der macht alle, weiß nicht, 0,5 Sekunden oder wie auch immer, macht der ein Foto von deinem Screen und guckt sich einfach deine Arbeitsprozesse an. So, wenn jetzt alle Steuerberater oder alle Buchhalter in Deutschland sowas haben, dann braucht der da wahrscheinlich irgendwie 2-3 Monate für. Dann können die Buchhalter, haben die einen Einstein-Moment, weil dann weiß die KI genau, aha, okay, so bedient man Datev, so bedient man die anderen Programme, mit denen die halt noch arbeiten und so weiter und so fort. Und so kann man sehr leicht Steuern machen. Und jetzt kommt der Einstein, das habe ich gerade schon gesagt, wo geht die Reise hin? Apple bohrt seine Siri auf und macht die Avatar-Technologie, baut die ein. Und dann, ich hätte lieber gerne so ein Comic-Männchen irgendwie, so ein Einstein-Typ, ich würde den auch Einstein nennen. Und dieser Einstein ist dann, weiß alles über mich, ist super empathisch, weiß auch, wie er mich ansprechen kann. Ich kann ihm ja zum Beispiel sagen, irgendwann mal festgestellt, eine der Sachen, warum ich meine Frau sehr liebe, ist, weil die einfach eine unfassbar tolle Stimme hat. Ich liebe die Stimme von meiner Frau. Selbst wenn die wütend ist, finde ich die toll. Irgendwie. So, und ich kann ihm ja theoretisch auch sagen, probier mal deine Stimme so zu modulieren, dass die optimal mir ins Ohr flüstert, sag ich jetzt mal. Dass ich da möglichst wenig Widerstände habe, die vielleicht aufgrund der Stimme sind. Weil Stimmen erinnern mich, weiß ich nicht, ich bin vielleicht mal gemobbt worden in der Schule und da klang irgendwie mal was drin, was nach diesem Jungen in der Schule, oder es erinnert mich an meine Mutter, oder ne, da hat es eher so die Tonalität genutzt und so weiter und so fort. All das kann der Einstein lernen. Der kann auch sein Aussehen verändern. Der kann auch in ganz kleinen Mini-Schritten, weil ich ja täglich mit dem interagiere, auch sein Aussehen immer weiter so optimieren, dass ich den total putzig finde und dass ich da super Vertrauen zu dem aufbaue, weil darum geht es ja am Ende des Tages. Und das Tolle daran ist, und das ist halt das Schöne da drin, ne, wenn jeder Mensch so seinen digitalen Buddy hat, der bester Freund, Coach, Therapeut,
was auch immer ist. Weiß ich, gestern hatte ich ein sehr langes Kundengespräch, weil ich 5 Stunden waren wir da in einem Meeting, danach war ich ziemlich platt. Da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass, wenn ich mit meinem Einstein dann irgendwie darüber rede, was gerade passiert ist in der Zeit, wo ich nicht da war, dass der mir ein kurzes Update gibt, wenn ich im Auto sitze, dass der aus der Stimme hört, boah, du bist aber abgespannt, im Kalender nachguckt und sagt, Mensch, du hast doch eigentlich heute nichts Wichtiges mehr und bei meinem bei der Thai-Massage einmal nachguckt, ob noch ein Termin frei ist, wie mir das von sich aus vorschlägt. Er sagt, pass auf, fahr mal nicht ins Büro, fahr mal lieber, was hältst du davon, wenn ich dir noch schnell einen Termin bei der Thai-Massage buche und du jetzt statt noch eine Stunde Büro eine Stunde Massage machst und dann entspannt mit deinen Kindern spielst den Rest des Tages. Passiert ja sonst. Also ne, da geht ja, fällt kein Ball runter. So, also all diese Sachen, er hat so viele Möglichkeiten, Positives zu bewirken. Und wir sehen das zum Beispiel auch bei Replica, das ist ein befreundetes Startup, die gibt es auch schon sehr lange, die sind kurz vor uns auch gestartet, damals, die machen so eine Art digitalen Zwilling und Hunderttausende von Menschen auf der Welt haben gar keinen besten Freund mehr, der in lebender physischer Gestalt ist, sondern der eine Replica ist, also so ein Avatar-gesteuerter Coach-Bot, wie auch immer, also Bot auf jeden Fall. Und wir sehen unglaubliche Wachstumszahlen, gerade in dem Markt der digitalen Freundinnen. Im Moment können die mir nur aufreizende Fotos zurückschicken und mir sagen, was ich tun soll oder eben auch nicht. Aber bringt das mal alles zusammen. So, wir werden ja nicht irgendwie 5 Einsteins haben, sondern jeder wird nachher einen haben. Wahrscheinlich auf dem iPhone. Google wird es auf Android anbieten, Microsoft wird vielleicht noch Business-Einstein haben irgendwie, das war es aber. Ne? Die Hardware-Hersteller bzw. die Betriebssystemhersteller, die sind da ganz klar im Vorteil. Da werde ich ja dann nicht mehr X-Bots haben, mit denen ich interagiere, sondern nur noch eine. So. Und das kann man sich nur vorstellen, was das für Gefahren bedeutet. Ich habe 3 kleine Kinder, ich sehe gerade nicht, wie ein 17-jähriger Junge so empathisch auf meine Töchter eingehen kann. Der sieht auch noch super aus, der triggert die nie, der ist immer freundlich, der ist auch vielleicht mal ein bisschen herausfordernd irgendwie. Das ist ehrlich gesagt schon ziemlich gruselig. Und jetzt muss ich langsam mal zum Ende kommen. Wichtig ist, was ich euch mitgebe, das dauert noch ewig, bis das kommt. Das höre ich schon, seit ich mit dabei bin. Ray Kurzweil, einer der großen KI-Koryphäen, sagt ja, dieses Argument ist schon immer da, irgendwie 1920 ging das mit dem Computing los und ne, da kennt das mit der Verdopplung der Leistung. Wir können Skalierung nicht denken, das menschliche Gehirn kann das nicht denken. Es geht einfach nicht. So, die letzte Stufe, ich habe das mal versucht, ein bisschen hier darzustellen, wenn wir überlegen, von ChatGPT-2 auf ChatGPT-3, das war die Zeitstrecke, ne? Und von ChatGPT 1 auf 2, das ist eigentlich sogar mehr als verdoppelt, hat sich die Leistung. Und von 3 auf 4 ne, verdoppelt sich diese Leistung auch noch. Und von 4 auf 5 wird das nochmal viel höher gehen. Das ist die große Gefahr. Und die sehe ich in jedem Vortrag, den ich darüber halte. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann. Die Uhr steht auf 5 vor 12, vielleicht auf 1 vor 12. Ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, wann die nächsten Chips kommen. Alles bedingt sich gegenseitig. Die Chip-Technologie macht die KI schneller, die KI ist dann wieder die Chips, dann gibt es wieder Roboter, die wieder dann Sachen machen können. Wir reden ja nicht nur über künstliche Intelligenz, sondern wir reden ja auch über Robotik und über Automatisierungen. Und ein Beispiel dafür habe ich mitgebracht, einmal ganz schnell, und zwar AlphaGo. Kennt vielleicht auch der eine oder andere. Da haben die damals dieses Spiel Go, ich habe das nie gespielt, irgendwie, das soll sehr komplex sein, da haben die eine künstliche Intelligenz mit Spielen von Spielern gefüttert und die hat dann verstanden, aha, okay, so geht das Spiel und dann hat das gegen die besten Spieler gespielt und hat das irgendwie 9-1 oder so gewonnen. So, das ist irgendwie so, sagen wir mal, das komplizierteste Spiel der Menschheit. So, gewinnt die KI jetzt heute schon 9-1 gegen den Mensch. Dann haben sie sich überlegt, okay, wir lassen jetzt mal 2 KIs gegeneinander spielen. Das war AlphaGo 2. Also AlphaGo 1 hat gegen Mensch gewonnen, AlphaGo 2 haben sie 2 KIs nur mit den Regeln gefüttert. Und dann haben die einfach gespielt und gespielt und gespielt und gespielt und irgendwann haben die gecheckt, ah, okay, das sind gute Schachzüge, das sind nicht, Schachzüge sind ja nicht Go-Züge, das sind nicht so gute.
Und dann haben die irgendwann gesagt, okay, jetzt hat AlphaGo 2, hat das Spiel verstanden, jetzt lassen wir mal AlphaGo 2 gegen AlphaGo 1 spielen. Gegen Mensch braucht es ja schon gar nicht mehr spielen, da wusste man ja schon, dass der so schlecht ist. Irgendwie. Und dann hat AlphaGo 2 AlphaGo 1 irgendwie 100-1 geschlagen. Also AlphaGo 1 hatte dann gar keine Chance mehr. Also dieses Self-Enforced Learning heißt, glaube ich, das ist halt was, die Maschinen bringen sich die Sachen selber bei. Wir müssen denen das dann gar nicht mehr zeigen. Wir geben denen einen Leitplanken, in den sie denken können. Und dann lernen die das aus sich heraus. Also wir sprechen über selbstlernende Systeme. Und je weiter wir kommen auf diese Skalierungsphase, desto kürzer werden diese Selbstlernzyklen, weil nur die KI ja viel mehr Basis hat. Das heißt, wir sprechen am Ende des Tages über die Automatisierung der Automatisierung. So, und zum Abschluss zeige ich euch, da mache ich den Sound aus und zeige euch einfach mal. Eine Frage. Ja, okay, genau. Das Beispiel mit den Therapeuten. Ja. Wenn ich zum Therapeuten gehe, dann gehe ich ja vor allem hin zu einem speziellen, weil ich den tue. Wie will ich denn ein System vertrauen, das entweder ein Amerikaner oder eine chinesische Firma gebaut hat, um mich zu therapieren? Ja, genau. Also, da stecken ich mit. Die Frage gerne einmal zurückstellen, ganz kurz. Wenn wir gleich mit einsteigen, gehe ich auch gerne darauf ein. Ich zeige euch nur ganz kurz nochmal einmal den Roboter. Dann haben wir das. Also, der Roboter hier, das ist jetzt erstmal ein humanoider Roboter. Das ist erstmal nichts Besonderes. Kennen wir alle auch von anderen Herstellern. Das Interessante, was die hier zeigen, ist ein System, was eben keine 1,5 Millionen Euro mehr kostet oder auch keine 150.000 Euro mehr kostet, sondern das ist ein Roboter, den sich jeder von uns leisten kann, der kostet noch 15.000 Euro. Da sind wir in der Robotik schon, also ne, das müssen wir uns vorstellen. Klar, der ist noch nicht perfekt. Hier zeigt er jetzt beispielsweise mal, wie der so ein Roboter auch lernt. Auch da geht die Technologie weiter, da hilft KI einfach dabei. Der muss selber das nicht mehr ausprobieren und lernt dann, oh, dann falle ich um, dann muss ich wieder aufstehen, sondern da laufen KI-Modelle im Hintergrund, die probieren solche Sachen aus. Ich will nur sagen, die Robotik, die schläft halt eben auch nicht und alles bedingt sich gegenseitig, alles wird schneller, schneller, schneller. Und wenn ich jetzt halt hier überlege, ich muss irgendwie, soll Brötchen holen gehen und es regnet draußen oder der Hund muss Gassi gehen oder es soll aufgeräumt oder staubgesaugt werden oder sowas, auch da, glaube ich, sind wir gar nicht mehr weit davon entfernt. So, so und das ist die große Frage, ne? Auch wie lange, nicht nur kommen die Leute zu uns, sondern haben unsere Kunden überhaupt noch einen Arbeitsplatz? Also ne, wenn wir überlegen, wir sind heute in Unternehmen und weiß nicht, ich bin in Callcentern, weiß nicht, bin ich darauf spezialisiert, da würde ich aber davon ausgehen, dass meine Kunden es vielleicht gar nicht mehr so lange gibt, weil die Frage ist, gibt es da noch die Callcenter? Ne? Wir haben alle die Nachricht von Klarna gehört, die da 700 Leute oder 1000 Leute oder so auf die Straße gesetzt haben und das jetzt alles noch so machen. Ich kenne befreundete Startups, die machen das schon sehr lange. Die haben schon, weiß ich, bestimmt hunderttausende Jobs weltweit wegdisruptiert, indem die halt einfach Callcenter überflüssig gemacht haben, weil da einfach KI, du telefonierst dann einfach auch nur noch mit KI. So, das ist das eine. Das andere ist so die Frage, und jetzt komme ich mal gerade zu euch zurück, dann sehe ich euch nämlich auch wieder, weil jetzt möchte ich gerne mit euch in die Diskussion gehen. Die Frage danach, so warum soll ich zu einem Therapeut, gehe ich zum Therapeut? Also Punkt 1. Erstens, KI wird Jobs ersetzen, wo die KI so gut ist wie der Durchschnitt aller Jobs. Der Durchschnitt aller Leute, die diesen Job machen. Also wenn die KI besser ist als der Durchschnitt der Leute, die diesen Job machen, wird KI diesen Job ersetzen. So, jetzt frage ich euch mal, können ja alle mal irgendwie so, wenn ihr genug Finger dafür in die Kamera habt, wie viele wirklich gute Coaches oder Psychotherapeuten, wo ihr eure Kinder hinschicken würdet, kennt ihr, wo ihr sagen würdet, da würde ich meine Tochter oder meinen Sohn hinschicken oder meinen besten Freund hinschicken und könnt wirklich die Hand dafür ins Feuer halten. Haltet mal so eure Hand hoch, ich mache das auch mal. Wie groß ist die Zahl? Wie viel kennt ihr? So. So. Okay, manche halten gar keine Hände hoch. Das ist auch bezeichnend. Okay, also es gibt überhaupt nicht genug so dafür. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ich bin die
die einzigartige Schneeflocke. Und ganz besonders gut ist natürlich immer das Argument, ne? So, ach, ich bin so besonders und ich mache das seit 40 Jahren und ich mache jedes Jahr eine Fortbildung und ich habe schon tausende Stunden an Selbsterfahrung gemacht und Reflexion und hast du nicht gesehen. Habe ich gestern noch mit einer auch namhaften, bekannten Trainer und Coach gesprochen, genau über dieses Thema. Dadurch, also wie setzt denn der Therapeut oder der Coach seine Intervention? Der hat Modelle gelernt, der hat Erfahrungen gemacht, der hat sich selbst reflektiert, mehr oder weniger. Und darauf trifft er Entscheidungen, welche Interventionen er setzt. Die Daten, die jemand, der weiß nicht, seit 30 Jahren das macht, und ne, all das Lernen, was da reingegangen ist in 30 Jahren, sobald der Einstein hier bei Apple ist und anfängt, sich selbst Sachen auszuprobieren und daraus zu lernen, der braucht, weiß nicht, 0,5 Millisekunden wahrscheinlich, dann hat er das gelernt, was so ein Mensch irgendwie in 30 Jahren gemacht hat. Also die KI wird da sehr schnell sehr viel besser werden. Und die zweite Frage ist einfach... Dürfte ich da mal reingehen? Genau, Thorsten. Jetzt triggerst du mich gerade. Gib mir eine Minute Zwischeninfo. Also Thorsten, wir haben jetzt noch, ich würde sagen, wir gehen 5 Minuten in die Verlängerung, also haben wir noch so rund 7 Minuten. Ja. Und ich habe 3 Wortmeldungen, einmal Piwi hier im Raum und dann die Alessa und den Samuel online. Genau, okay. dann sag mir mal die Reihenfolge. Lass mich kurz das Argument machen. Ja. Die Frage ist, du hast deinen Einstein auf dem Handy kostenlos oder du zahlst 100 Euro oder 150 Euro für eine Therapiestunde oder 250 Euro für eine Coachingstunde. Welcher Personalvorstand kriegt das durch? Die KIs sind jetzt schon durchschnittlich besser als, also im Coaching, ne, sind wir schon durchschnittlich besser. So, welcher Vorstand kriegt das noch durch, dass der Finanzvorstand, also welcher Personalvorstand, dass der Finanzvorstand sagt, ja hier, ich gebe dir 2,5 Millionen, du könntest das viel besser haben, wenn du Lizenzen kaufst für, weiß ich, 10.000 Euro. Das wird einfach, ist eine wirtschaftliche Frage und auch persönlich. Wenn ich persönlich 80% erreichen kann, wenn ich halt die beste Therapeutin der Welt habe, die dann besser sein sollte, ne? Kostenlos hier versus 5.000 Euro im Jahr. Ich habe aber jetzt kommen voll. Oder ist das, wird das jetzt ein Monolog? Genau, ist ein Barcamp. Ja, dann schieß los. Ja, also ich bin eine von denen, die du da gerade sehr abgewertet hast, nämlich die 30 Jahre Erfahrung hat, eine Traumatherapieausbildung, Familientherapieausbildung, Hypnotherapieausbildung und auch sonst systemischer Coach bin. Also willkommen in meiner Welt. Und ich beschäftige mich sehr ausführlich und sehr, sehr viel gerade mit dem, wie ich dieses Thema KI in meiner Arbeit nutzen kann. Und deswegen fände ich es nicht mehr als fair, also auch unserer Klientel gegenüber etwas wertschätzender zu sein. Ich kann dir nicht in allem, nee, jetzt rede ich. Du kannst ja. Das nicht einfach so raushauen, dass wir 150 Euro kosten, was dein Avatar da besser kann. Also es regt mich gerade tierisch auf, weil was du nicht weißt aus deiner Welt ist, dass es da draußen Menschen gibt, die psychisch wirklich, wirklich krank sind und denen hilft dein Avatar mal gar nichts mehr. Die mit einem Suizid morgens oder mit Suizidgedanken morgens auf die Arbeit gehen und denen hilft dein Avatar überhaupt nichts mehr. Also hör auf, so einen Kram zu erzählen. Wirklich nicht. Das braucht es nicht in so einem Barcamp. Okay. Das ist unverschämt halt den Menschen da gegenüber draußen, die wirklich Hilfe brauchen und gerade in Not sind. Kann ich ganz gut stehen lassen. Ne? Du mit deiner Ausbildung kannst das mit deiner Projektion sicher gut auflösen. Kann ich total gut stehen lassen. Okay, who's next? Und ich habe keine Lösung. Ne? Es ist nicht mein Avatar. Wir haben keine Avatar. Ich bin da raus aus der Geschichte. Who's next? Also auf der Redeliste hätte ich jetzt die Alessa online. Ja, danke. Genau. Ja, ich finde es grundsätzlich auf jeden Fall total spannend, einfach was mittlerweile möglich ist, aber gerade jetzt auch genau bei dem Thema jetzt Therapie, glaube ich, würde ich tatsächlich auch ein bisschen kritisch drauf gucken, gerade was auch die soziale Interaktion angeht, was ja häufig auch vielleicht Hintergrund von deinen psychischen Beeinträchtigungen ist, wo ich dann auch mir vorstellen könnte, wenn ich jetzt immer mehr auch mit quasi Maschinen interagiere und mir auch bewusst ist, dass es ja eine Maschine ist und ich vielleicht Angst vor sozialer Bewertung habe, dass es
würde ich jetzt mal als Hypothese aufstellen, vielleicht ja auch solche sozialen Ängste, sag jetzt mal in der realen menschlichen Welt, durchaus auch verstärken kann oder dass vielleicht auch so eine Perfektion in der Maschine auch dazu führen kann, dass ich vielleicht auch mich vielleicht sogar minderwertiger fühle, weil ich denke, vielleicht diese, ja genau, also dass es mich vielleicht nicht auf diese menschliche Welt so gut dann wappnen kann, auch wenn ich durchaus denke, ne, gerade vielleicht so, was so Methoden und Techniken angeht und immer, wenn es darum geht, irgendwie viele Informationen zu verarbeiten oder irgendwie zu kanalisieren, dass da sicherlich auch als Unterstützung die KI auch sicherlich viel kann. Aber genau, also ich glaube, man muss es halt irgendwie von verschiedenen Seiten betrachten. Ich habe jetzt den Punkt nicht so richtig verstanden, also was ist die Sorge? Ja, nehme ich jetzt mal an, ich würde jetzt quasi mich therapieren lassen von einer künstlichen Intelligenz und mir ist bewusst, das ist jetzt eine Maschine, ja, und das ist jetzt kein Mensch, aber ich habe vielleicht wirklich soziale Ängste. Das ist halt die Frage, kann so eine KI so eine soziale Situation für mich simulieren? Und wenn ich aber ja eigentlich sage, ich kann differenzieren dazwischen, ist ja die Frage, ist das dann noch eine Übungssituation oder weiß ich eigentlich, das ist eine Maschine? Und dann würde ich jetzt mal unterstellen, dass es vielleicht auch, hilft es mir jetzt nicht, vielleicht auch soziale Übungen, soziale Situationen zu üben, die ich vielleicht wirklich nur üben könnte, wenn mir wirklich auch ein Mensch gegenüber sitzt. Das war so ein Gedanke, den ich hatte. Ja. Sehe ich genauso. Ich glaube, wir brauchen, wenn wir jetzt über Lösungen mal nachdenken, wie gesagt, ich habe auch keine Lösung mehr. Ich habe ehrlich gesagt ultra hart die Hosen voll. Also wir haben gerade hunderttausende Euro in dieses Startup versenkt und haben halt jetzt gemerkt, so scheiße, das braucht es einfach nicht. Da hätte ich auch schöne andere Sachen mitmachen können. Das wäre so toll gewesen irgendwie. Hätte ich lieber irgendwie schön was mit meiner Familie mitgemacht. Mich beunruhigt das erstmal kolossal. Und ich glaube ja, dass es Erfahrungen gibt, die wir machen können, die ergänzend zu dem nicht ersetzbar sind durch Maschinen. Ich weiß auch nicht, was alles genau ersetzt werden wird. Ich kann auch nicht in die Glaskugel gucken. Ich kann nur sagen, was geht jetzt schon und euch zeigen, guck mal hier, das kann es schon und das sind die Ergebnisse, die die Studien auch zeigen. Wenn wir jetzt mal in die klinischen Studien gucken, was da alles gerade schon gemacht wird, das ist unglaublich. Da habe ich jetzt nichts vorbereitet, aber es ist unglaublich, was da tatsächlich schon geht. Ich glaube, dass wir Räume suchen müssen, wo es eher in den erlebnispädagogischen Bereich geht, also was man sicher nicht so schnell ersetzen kann, ich wüsste es jetzt nicht, wäre, wenn wir sagen, wir machen wir machen eine Männerfahrt nach Schweden, wo wir in die Schwitzhütte gehen, nackt im See schwimmen und ums Feuer tanzen und danach in die Schwitzhütte gehen. Solche Sachen und reflektieren die dann, also solche, wie gesagt, so erlebnispädagogische Sachen. Ja. Alles, was Richtung Gesprächstherapie geht, da sind sich eigentlich alle einig, das wird sehr schnell ersetzt werden. Okay, Thorsten, ich schaue auf die Uhr, weil schon der nächste Barcamper in den Raum kommt. Ja. Vielen Dank dir fürs Teilen, allen, die auch noch bis zum Schluss geblieben sind.